Willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Myonentor. Wir machen uns auf zu Logaths altem Ort, weil wir hier eine Quest im letzten Part angefangen hatten. Okay, wir hatten den Rohlingen angefangen, okay, aber ja, cool. Guter Anfang, ja. Wir hatten den Rohlingen angefangen, allerdings wird die Quest hier fortgeführt. Ich habe jetzt irgendwie drei Gegner so mitgenommen, die mir auf dem Weg auf den Sack gingen. Und ich habe tatsächlich auch mich nach Sternsplittern umgesehen. Ich hatte auch eigentlich einen Ort im Kopf, aber ich habe da mit dem Hammer geschlagen, ich habe gestampft. Ich habe jetzt nicht so extrem umgeschaut, nee, aber eigentlich dachte ich schon, dass ich den finden würde. Und hier kann man so mitten im Raum einfach was wegblasen. Deswegen hat Nagerine diesen Ort auch nicht gefunden. Einen gemauster Orden erhalten. Bring Nagrine den Orden, den sie sucht. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas ist. Ja, heißt für mich, ich werde jetzt nochmal hier diesen Ort absuchen nach Sternsplittern. Und wenn ich was gefunden haben sollte, ich glaube, ich werde dazu jetzt ganz ehrlich auch das Internet nutzen, ausnahmsweise, aber. Auch nur aus Zeitspargründen. Geh du mal bitte zur Seite, das wäre auch ein Zeitspargrund. Egal, ich mach's kurz und dann ist gleich. Ja, nochmal neu informiert. Es gibt hier anscheinend nur noch einen weiteren Sternsplitter. Ich dachte mir, wir würden zweifeln und der soll wohl in der Bodenplatte hier hinter sein. Ja. Er sieht man aber auch schwer, wenn man da hier drüben ist, oder? Kann es sein, dass sich das dann nicht mal, dass sich das dann nicht mal aktiviert, wenn ich jetzt sagen wir hier drüben springen? Ja, nee. Das sieht man nur, wenn man hier wirklich ganz am Rand steht. Wow. Okay, egal, ich karte euch jetzt den Weg zu Nagarine. So, da sind wir wieder. Hey, ich sehe es dir an, du hast ihn gefunden, oder? Ja, sonst würde ich nicht zurückkommen. Das ist der Orden, den ich gesucht habe. Ich habe ein süßer Mr. Schnauzer. Hör zu und werd nicht sauer. Den Orden habe ich dort versteckt. Dies war ein Spiel. Verzeih mir. Nur genau wie ich erwartet hatte. Schnauzi, Bauzi. Du hast offensichtlich noch mehr Talent, als sich Orden zu finden. Ich habe eine prima Idee. Nun, dann werde ich dich auf deinen Abenteuern begleiten. Ja. Yeah. Tatsächlich, Nagarine begleitet einen jetzt und wir haben damit einen optionalen Partner. Mehr. Die kann, glaube ich, Schätze riechen. Hilft einem auf der Sternsplittersuche jedenfalls. Erscheint, ich kann viele tolle Orden finden, wenn ich mit dir gehe. Und deine Belohnung also, da du dich von nun an um mich kümmern musst, ergebe ich dir diesen wertvollen Orden. SonFXC. Im Angriff piepst Mario wie eine Maus. Das hier nimmt zum Zeichen meiner Freundschaft. Nein, nicht ein Kuss, nicht ein Kuss. Doch ein Kuss. Nagrine gehört zum Team. Nagrine hat folgende Fähigkeiten. Drückst du X, erschnuppert sie, ob es in der Nähe etwas zu finden gibt. Sollte sie versteckte Items oder Objekte entdecken, schaut sie sogleich in Richtung ihres Fundes. Wenn du X drückst, schnuppert Nagrine. In der Gegend scheint es etwas zu geben. Findet sich ein Item oder etwas anderes Interessantes in der Nähe, zuckt ihre Nase. Boah, ist das neu? Ich weiß nicht, ob das neu ist, dass man ihr anmerkt, ohne X zu drücken, wenn das ist. Ganz in der Nähe scheint sie etwas zu befinden. Kann aber durchaus sein, es kommt mir neu vor. Je nach Entfernung zum Objekt fällt ihre Reaktion unterschiedlich stark aus. Damit endet diese Einführung. Weißt du, wie du Nagarines Fähigkeit nutzen kannst? Ja. Kampf kann sie den Gegner mit der Maulschelle angreifen und mit Diebesgut stiehlt sie dem Gegner Items. Ja, jetzt haben wir den Partner, der Gegner Items klauen kann. Dein Auftrag ist erledigt. Geil. Sie ist unter den Pros eigentlich eine relativ starke Partnerin, denn die Sache ist, sie kann die Verteidigung umgehen. Sie macht nicht so hohen Schaden, ne? Also ist es nicht irgendwie wie Gumbrina, nee, betrachten wir es mehr wie so Kupio. Aber sie kann die Verteidigung umgehen. So. Dafür haben wir dich geholt. Oder die ganzen Insignien geholt, besser gesagt.
Wenn sie jetzt auch noch eine weitere Fähigkeit bekommt, was genau das ist, weiß ich nicht. Allgemein bin ich mit der Partnerin nicht so drin, was sie alles kann. Ich habe sie jetzt sehr selten benutzt, ne? Die hat, glaube ich, okay viel Leben. Die ist jetzt, glaube ich, auf 25. Denn hier scheint es etwas zu geben. Was meint sie? Immer noch nach rechts? Meint die das hier drüben? Ja, die meint die Truhe da unten. Da kommen wir erst nach dem fünften Kapitel hin. Ja, aber wir haben schon mal Nagarine. Such mich. Das Problem ist, der ist in Logarzburg. Ich weiß auch ungefähr, wo er ist. Aber ja. Merle und eine Herztorte. Ich würde sagen, das könnten wir versuchen. Eine Herztorte. Eistee aus Blütenweiler kennt das Rezept. Wer isst Maistee? Wir werden es herausfinden, I guess. By the way, ich weiß sogar nicht, ob es noch einen Blooper-Fight gab. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern. Das ist bloß so eine Erinnerung, die kommt mir vielleicht einfach in den Kopf, weil ich Erinnerungen an PM1 habe. Ich denke, dass es das sein wird, aber. Hm. So. Können wir theoretisch auch schon die vierte Röhre freidecken, Maistee aus Blütenweiler hieß es. Allerdings müsste ich dafür die Karte wieder drüben hochhalten und das muss ja jetzt nicht sofort sein. Wir müssen ja gerade eh nicht nach Düsterdorf. Da waren wir zwar nur sehr kurz, aber naja. Wer ist Maistee? Ja? Geiler Toad. Aber er ist wenigstens ehrlich. Wer könnte Maistee sein? Vielleicht der Ladentoad? Vielleicht kennt der sich besser aus mit Rezepten? Das wollte ich jetzt nicht. Ich hoffe einfach mal, dass er es ist. Ja. Hallo? Wie macht man diese Torte? Herztorte hieß es. Was könnte man für eine Herztorte brauchen? Hast du es vielleicht? Ah. Wow. Joa. Per Flugzeug. Papierflugzeug. Nein, bist du nicht zufällig irgendwie Maistee oder so? Wer ist Maistee? Okay. Ja, wird schon nicht so wichtig sein. Ja, chill mal. Ich glaube immer noch, dass es eine Peach Amiibo ist, aber der Part wurde, obwohl der Part wurde, glaube ich, bisher hoch, schon hochgeladen. Kam bloß keine Antwort bisher. Naja, der erste Part lief auch super und danach ging es komplett bergab. Wurde wohl einfach als neues für ihn vorgeschlagen und danach dachten die sich, nee, ich will nicht gespoilert werden, ich gucke mir das andere Zeug jetzt nicht an. Passiert. Du bist es, richtig? Ja. Maestria, ja, das bin ich, kann ich dir helfen? Was ist das Rezept für Herzorte, ein Auftrag von Merle? Herzorte brauchst du Backmischung und Verwirrpulver. Nee, ich frag mich, für wen Merle ihn diesmal backt. Verwirrpulver? Wo kommen wir das denn her? Wo bekommt man Verwirrpulver her? Ich kann mir vorstellen, dass es im Untergrund von Rohlingen das gibt, aber. Hier scheint es ja anscheinend nicht zu sein. Nee. Da muss ja auch nicht sofort sein. Ja, dann zurück. Zur Röhre. Backmischung bekommen wir ja, wissen wir. Das gibt es ja bei der Spielhalle.
kein Bierpulver. Das wird dann, denke ich, irgendwo im Untergrund sein. Wie kommen wir denn am besten dahin? Direkt von hier. Ich glaube, von da kommt man rüber, oder? Obwohl. Kann auch sein, dass wir jetzt. Da ist ja auch noch was. Ach, das ist der. Das brauchen. Ey! Das brauchen wir, glaube ich, noch gar nicht. Das spielt, denke ich, momentan noch keine Rolle. Es sind gerade Zuschauer gegangen. Hallo? Ich hab die Konter. Ich glaube, die mögen keine Konter. Konter ist was für Pussys. Ja, ich kann es von hier aber auch machen, also fick dich. Warte mal, eine Röhre? Eine Röhre? Ich dachte jetzt eigentlich an einen Weg darüber, aber. Warte, was? Ja, nee, hier wollte ich eigentlich nicht hin, aber. Wenn wir schon mal da sind. Junge. Auf einmal lande ich im Duellkerker, ich glaub's nicht. Ich glaub, es hackt. Egal, na dann. Es ist sogar schon Nagarine dabei. Vier Sternjuwelen haben wir bereits. Ich nehme aber auch viel auf, ne? Deswegen, es fühlt sich so an, als würde ich sehr schnell hier fertig werden. Allerdings gibt es noch sehr viele Rezepte, die wir holen müssen. Orden komme ich sogar sehr gut voran. Aber wo befindet sich das fünfte? Auf einer Insel. Auf einer Insel in einer Piratenhöhle, wie es aussieht. Na dann los, auf zum Professor. Wir müssen ihm von der Mail berichten, die die Prinzessin geschrieben hat. Oh yeah. Geil. War was? Das hat Prinzessin Peach geschrieben. Legendäre Schatz sein, Wahrheit, die Seele eines Dämons sein. Die Kerle wollen mit Hilfe der Sternjuwelen das Seeunter öffnen und den Dämon wiederbeleben. Das passt beängstigend gut mit dem zusammen, was ich herausgefunden habe. Was haben sie herausgefunden? Also, das ist eine lange Geschichte, hört also gut zu. Ihr da vor dem Bildschirm sollt auch gut zuhören. Okay. Ja, ich fühle mich angesprochen. Ist irgendwer vor irgendeinem Bildschirm? Ja, die Gamer da draußen. Immer sind sie vor irgendwelchen Bildschirmen, ich hasse es. Schon gut, das erkläre ich euch ein andermal. Das schreckliche Desaster, das die Stadt zerstörte, war vermutlich tatsächlich das Werk eines Dämons. Der gleiche Dämon hat auch die sieben Sternjuwelen geschaffen. Mit Hilfe der Sternjuwelen hat er dann wohl die ganze Welt regiert. Laut Legende wurde er schließlich von vier wackeren Helden besiegt. Sein Körper wurde vernichtet, nicht aber seine Seele. Die Helden benutzten die Kraft der Sternjuwelen, die sie ihm genommen hatten. Und sie verschlossen seine Seele in den Tiefen des Palastes hinter dem Äonentor. Die Sternjuwelen selbst sind weder gut noch böse. Alle zusammen können die Dämonenseele sowohl versiegeln als auch wiederbeleben. Wie die Kraft der Sternjuwelen wirkt, hängt von demjenigen ab, der sie benutzt. Ist also eine Gefahr, die sieben Sternjuwelen zu sammeln? Mir ist doch besser, sie einzeln irgendwo zu verstecken, oder? Das dachte ich auch, aber ich habe das entdeckt, was dagegen spricht. Die Kraft des Äonentors, hinter dem der Dämon verschlossen ist, wird schwächer. Sternjuwelen besitzen die Kraft, den Dämon für 1000 Jahre zu versiegeln. Anders gesagt, die Kraft versiegt nach 1000 Jahren. Dieses Jahr ist möglicherweise das 1000. Eventuell würde der Dämon also auch dann auferstehen, wenn diese Kerle es nicht schaffen, die Sternjuwelen zu bekommen. Ja, dann nichts wie los. Wenn wir den Dämon versiegeln wollen, müssen wir da alle Sternjuwelen finden. Ja, wo ist denn dann eigentlich das nächste? Im Lautkarte befindet es sich auf der Isla Corsaria. Ist der Corsaria? Genau, das weiß ich auch nicht, aber es gilt, er gibt allerlei üble Gerüchte über diese Insel. Ich habe von einem erzürnten Rachegeist gehört, der jeden verflucht. Ihr sollt die Leute am Hafen fragen, die wissen sicher besser darüber Bescheid. Okay.
Halt's Maul, Knospi. Ich will keine Trockenblume. Ja, guten Tag erstmal. Ich bin's, Knospi. Ja. Nein, du kriegst gar nichts, Knospi. Was ist hier? Glimmerliners, Fotos zur Sprache, der junge Lucky, Tone. Abspürung, okay. Betriebsstand ist nie so geil. Wenn man hier abgeht, super Soda. Honigsirup. Ja, super Soda haben wir sogar schon mal gemacht. Kein Betreff. Es war dann wahrscheinlich X. Oder allgemein, was aber in dem Kapitel abging. Ist mir auch egal. Wir waren noch in der Herztortenquest, stimmt. Dann hoffe ich mal, dass wir dieses Bierpulver hier irgendwo herbekommen. In irgendeinem Laden wird es sein. Ich weiß bloß nicht in welchem. Wir müssen gucken, bis ich es finde. Ach, hier kann ich mir auch noch was Neues holen. Safe. Ja, mit 29. Der, weil er günstig ist, komm. Nein, den will ich gerade nicht. Öfters Items finden. Klingt eigentlich ganz lustig. Kraft plus P nehmen wir noch mit. Und hier einen Blumenregen. So, wieder ein paar neue Orden mitgehen lassen. Das Ding kann man irgendwann sprengen. Allerdings kann man auch drunter durchrollen. Bitte sagt, dass ihr das für Wirrpulver habt. Ansonsten werde ich cutten. Das sieht nicht gut aus. Okay, ich werde jetzt jeden Laden durchkämmen. Bis gleich. Ja, die Cutscene will ich euch nicht vorenthalten. Die kurze Cutscene hier. Der vierten Röhre. Hoffentlich bis was Dunkles. Ja. Sieht jetzt irgendwie nicht ganz so dunkel aus, aber. Okay. Ja. War jetzt bisher im Bubu-Laden und hier. Hier ist übrigens auch nichts und habe hier gerade aus den Hotelgutschein eingesammelt. Deswegen habe ich hier gerade weitergemacht. Hinter diesem Schild war der. Und ich nehme an, hier ist nichts mehr. Ja, nicht, dass sie da irgendwas im Lager gemacht haben oder so, aber okay, dann gucke ich mal weiter. Okay, das war eine coole Zeitverschwendung, weil ich habe gerade im Internet gelesen, dass es in einem Ort namens Großfrostheim ist. Ja, und jetzt ratet mal, wo Großfrostheim ist. Ja, das ist die Karte. Und es ist hier. Das Ding ist übrigens Teil von Kapitel 7. Wir sind im 5., was hier drüben ist. Okay, das heißt, da habe ich reingeschissen. Wir haben jetzt hier auch weitere Galeriepunkte erhalten und Audiothek haben wir. Warte mal. Ist es, dass wir alle Insignien haben? Das hier war ja Sternspieler, richtig? Ja. Haben wir alle Insignien in Kapitel 1 bis 4, gell? Ja, das war eine coole Zeitverschwendung für mich, diese Quest überhaupt anzufangen. Ja, das steht ausschließlich in Großfrostheim. Das geht für uns einfach nicht mehr. Und ich kann die Quest jetzt auch nicht aktiv lassen, weil dann würde ich die ganze Zeit anderen Quests im Weg stehen. Deswegen mache ich am besten. Ich würde die halt abbrechen, ne? Also, was soll ich denn machen? Das ist halt blöd. Kann ich halt nicht viel machen. Ist jetzt halt blöd gelaufen, aber ich finde es an der Stelle blöd vom Spiel, dass sie einem diese Quest schon als Möglichkeit darstellen. Wenn das denn noch nicht geht. Im Laden am Rohlinger Markt. Ja, komm.
30? Ach, leck mich am Arsch. Also. Ja, ich will Rente übernehmen. Nehmen gleich deine Rente. Rohlinger Marsch stand da. Sorge Items. Was könnte der wollen? Rohlinger Markt, das heißt hier drüben. Ist hier vielleicht irgendwer neu aufgetaucht oder so? Oder ist es einfach nur er? Nee. Ist irgendwie langweilig. Du vielleicht? Nee. Dampfhammer. Ja gut, das wäre jetzt das Gegenteil vom Meistersprung, aber will ich nicht. Der verkauft allerdings sein dieses Stern-Item ziemlich günstig. Ja, komm. Findest du schon noch? Nicht? Okay. Was redet der? Rohlinger Markt, bist du das? Das ist eigentlich wie ich nach einem Schwein. Bist du das? Ah ja. Nee, hä? Wer ist gemeint? Das ist doch am Rohlinger Markt. Ja, nicht du, du bist Drogendealer. Joa. Du? Wo denn? Nicht hier drüben, oder? Ich merke schon, das ist ein sehr verwirrender Part. Wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Ja, aber. Willst du mit ihr reden? Oh, Madame Erona, dass ich sie hier treffe. In ihrem Auftritt in Omelette war ich zutiefst bewegt. Ich habe mir das Schiffszimmer angesehen, es war ganz einfach überwältigend. Okay. Ja, aber cool, dass es hier was für gibt. Wo genau soll es lang gehen? Okay. Der Typ hat anscheinend gewonnen. Ich guck nochmal nach der Quest. Okay, hab nicht nach der Quest geschaut, bin einfach nur hier reingelaufen. Anscheinend war das hier. Problem mit den Hartpanzern. Wenn du uns 5 davon bringst, könntest. 5 Hartpanzer, by the way, verkauft er da Bücher, die heißen irgendwie Super Luigi. Kann man sich ein bisschen Zeug holen. Joa. Hotelgutschein kannst du haben. Scheiß will ich eh nicht. Schlafikater wird mir, glaube ich, auch nicht viel bringen. Die beiden kann man mal lassen zur Sicherheit. Super so, da weiß ich nicht, ob man das noch weiter verkochen kann. Ich will allerdings den Gelee Royal verkaufen. Aber die kann man nicht weiter kochen. Honigschaum und Honigpilz, die wirken zumindest noch sinnvoll so zu behalten. Ja, bin ich wieder auf 100 Münzen. Ich würde aber das lagern, oder? Ach, wir haben schon 3 Sachen im Lager. Und vielleicht brauche ich das noch irgendwann. Es kann sein, dass man gekochtes Zeug noch weiter kochen kann, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Wir lassen das Zeug jetzt auch mal hier. Dann haben wir auf jeden Fall genug. Okay, dann besorge ich mal 5 Hartpanzer. Müsste es doch eigentlich hier geben, oder? Ist es 5 Münzen, das passt. Wie viel gibt er uns denn dann für den Auftrag? Wir haben jetzt wir bezahlen jetzt 25 dafür. Ja, wenigstens nehmen wir uns ein paar Punkte mit. Das ist doch auch was Schönes. Also. Zurück. Ach, das lasse ich jetzt auch noch drin kommen. Ich glaube, viel mehr bekommen wir heute eh nicht mehr. Ich meine, ich könnte auch auf die Suche nach Kupier gehen, aber. Ich weiß jetzt nicht, ob das so geil wäre.
Ich meine, ich mache viele Aufträge, okay, aber... Der hier muss jetzt echt nicht noch sein. Wir haben ja eh kaum noch Aufträge da, von dem her. Da wird nicht mehr viel sein. Den einen können wir ja nicht mal machen. Den anderen können wir machen, wenn wir nach Kapitel 5 nochmal zu Lorazburg müssen. Wir müssen da lang. So. Hier haben wir alle 5. Jetzt sind es 5. Vielen Dank. Und dies jetzt Belohnung. Okay, ein Ultrapilz. Ja, nochmal zu uns wirklich geholfen. Haben wir mit dem Ultrapilz schon. Wir haben irgendwas mit dem Ultrapilz gemacht. Ne, wir hatten was mit dem Gelee Royal gemacht. Fehlt mir aber noch der Rezept. Wir nutzen den gleich jetzt Rezept, oder? Hab ich denn was passendes zum Kochen? Ich hab doch oben gemacht, genau. Mit einem Honigsirup. Müssen wir machen. Es fühlt sich verschwendet an, die beiden Items zu kombinieren, aber. Egal, bringen wir es hinter uns. Ultrapilz und Honigsirup. Ein Rezept zu grinden ist jetzt auch nicht unbedingt was Schlimmes. Ich werde bloß wieder informieren hier, was mir dann schlussendlich fehlen wird, weil ich kenne die Rezepte unter keinen Umständen alle auswendig. Ich kenne ein paar wenige, aber die sind jetzt auch langsam schon alle weg, weil ich die hier alle schon gekocht habe. Ja, das müsste man halt nochmal... Ja, es gibt 3 von allem. Ich mache noch einen normalen Pilz, okay? Ich habe gesehen, das müsste im Laden von Düsterdorf sein. Das wollte ich jetzt nicht. Im Laden von Düsterdorf. Da müsste es nämlich noch hier Ahornsirup geben. Ich glaube, den könnten wir uns eh mitnehmen. Ahornsirup ist ein gutes Item. Und damit könnte man das dann auch mit einem Pilz verkochen. Dann hätten wir zumindest alle Pilzkombinationen. Mit einem Superpilz, den haben wir auch noch. Kaufen wir 2, komm. Kaufen wir 2. Und dann passt es. Lebenspilz ist auch ganz cool, aber naja. Ist nicht unbedingt das, was ich brauche. Wir haben ja eh schon so nicht viel Geld. Ja, wo war die Röhre? Hier unten. Wir sind ja eh so gut wie durch mit Kapitel 4. Da müssen wir nicht mehr viel machen. Die ganzen Collectibles haben wir, es geht eigentlich nur noch um die Aufträge. Finde ich sehr schade, weil ich mag Kapitel 4, aber es ist auch schön, dass es ein Ende gefunden hat. Ein schönes Ende. So, also. Ich habe beide Rezepte. Also ein Pilz und ein Ahornsirup war es, ein Superpilz und ein Ahornsirup, richtig. Das machen wir noch ganz kurz, dann haben wir wieder 2 weitere. Es wird sich auch auf jeden Fall lohnen, hier schon mal anzufangen mit der Rezeptejagd. So, ganz echt, die Items sind nicht mal so schlecht dabei zu haben. Ist nicht schlecht, fürs 5. Kapitel hier schon mal ein bisschen was mitzukochen, wie... Der Bosskampf, der wird, denke ich, gar nicht so einfach. Ich bin zumindest sehr schwer in Erinnerung, dass ich wirklich sehr mit Sternattacken arbeiten musste, um gut durchzukommen. Aber gut, wir hatten den Duellkerker ja auch schon ein bisschen angefangen. Ich werde auf jeden Fall noch bei 20 KP bleiben, so viel ist sicher. Allerdings sind wir jetzt schon bei 54 Orden und bei 14 Rezepten. Von dem her, wir sind sehr gut ausgestattet. Finde ich sehr schön, wir werden hier ganz gut durchkommen und beim nächsten Mal werden wir dann uns, denke ich, den Weg suchen zu Kapitel 5. Jetzt will ich noch ganz kurz gucken hier,
Wie viele Aufträge gibt's denn noch? Wir haben jetzt einige gemacht und ich denke auch, das wird soweit reichen. Weil wir natürlich trotzdem wissen, was bleibt jetzt noch übrig. 4 Jobs nur, okay. Den könnten wir theoretisch machen, den könnten wir theoretisch easy machen. Den könnten wir machen, will ich aber erst später machen. Und die kann man aus irgendeinem Grund erst später machen. Frag mich nicht wieso, aber... Müssen wir halt einfach später wiederkommen. Egal, ja. Bin da auch im Überlegen, den Rest einfach schon mal anzunehmen. Warte mal. Was spricht dagegen, einfach das hier schon mal anzunehmen? Hat man es hinter sich gebracht. Wir nehmen es an, machen das 5. Kapitel und sobald wir im 5. Kapitel durch sind, kommen wir zurück. Sehe ich jetzt kein Problem. Ja, soll es dann allerdings für heute gewesen sein. Sind recht gut vorangekommen mit den Sidequests, würde ich sagen. Auch dass wir Nagarine schon haben, wird uns vielleicht noch helfen im nächsten Kapitel, weiß ich nicht. Ich habe das 5. Kapitel ehrlich gesagt kaum noch in Erinnerung. Aber wie auch immer, bevor ich jetzt mir irgendwie meine Gedanken durchgehe und irgendwas spoiler, beende ich lieber den Part. Also vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.